Hallo Freunde und willkommen zurück bei Dwarf Fortress. Ich habe hier eigentlich vorgehabt, noch ein bisschen weiter zu spielen, bis ich eine Meldung bekam, die man hier natürlich mittlerweile nicht mehr sieht, denn es ist eine weitere wilde, denn nicht, weil heißt nicht wild, eine weitere Streitmacht des Bösen erschienen, in Form von noch mehr Goblins hier unten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als zusätzliche, das ist ganz Biermaß, als zusätzliche Erfahrungspunkt oder als weitere Bedrohung werten soll. Hier oben sind auch noch mehr angekommen. Da ist dann sicher auch schon Ex-Master dabei. Also da ist uns gerade nochmal ein ganz schön weiterer Batzen Goblins entgegengekommen. Ja, so viel zum Thema. Ich kann ja einfach warten, bis die Belagerung weg ist. Jetzt sind es zwei Belagerungen. Was natürlich nicht schön ist. Deswegen gehe ich jetzt aus Frust einfach mal durch und mache hier ein paar andere Sachen. Ja, mir wurde mittlerweile auch gesagt, hey, stell dich zunächst mal noch hin, mach den kompletten Gang mit Käfigfallen, damit du alle Gegner einfangen kannst. Ja, klingt ganz praktisch, aber so viele Gegner, wie ich überall sind. Wo sind sind die ganzen Gegner hin? Hey. Also, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, stand hier noch alles voller Goblins. Scheinbar sind die jetzt auf einmal alle wieder abgehauen und dafür ist eine neue Streitmacht gekommen. Naja, auf jeden Fall sorgt das dafür, dass wir gerade nicht wirklich in der Lage sind, hier weiter auszubauen. Und wir haben scheinbar neue Gegner. So wäre jetzt meine Interpretation davon, dass die da nicht mehr stehen. Denn die bewegen sich jetzt langsam wieder irgendwo hier hin oder da rum. Eigentlich schade, weil ich hätte gehofft, dass die natürlich da stehen bleiben, damit wir unseren Schützen weiter auf den rumknallen können. Das hat doch letztes Mal sehr gut funktioniert. Da hat auch gut Erfahrungspunkte gegeben. Wir können auf jeden Fall uns schon mal hinstellen und können hier da erstmal wieder hingucken in die Richtung. Solange die Gegner hier oben nicht mehr zu sehen sind, brauchen wir das ja nicht in die Richtung schießen. Vielleicht trifft er ja irgendwo mal einen Goblin. Da flog er. Vielleicht der Steiger noch. Na, es ist immer ein bisschen schwierig, das zurückzuverfolgen. Da wurde jemand Hammerdrafter. Da haben die wohl gerade ihre Pausenzeit gewechselt. Item Inaccessible, ja, damit kann man auch erstmal leben. Was machen denn unsere Zwerge hier gerade? Die sind ja noch am Graben, genau. Da kann ich auch schon wieder neue Sachen auswählen. Eigentlich hätte ich da jetzt zwischen den Parts noch ein bisschen Zeit mitzubringen wollen, einfach hier ein paar mehr Sachen raushauen zu lassen. Vor allen Dingen, weil ich, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe, wieder ein bisschen Zeit vergangen ist. Da kann man das ja normalerweise ganz gut. Aber das war wohl nichts, denn wir haben jetzt, müssen uns jetzt schon wieder Gedanken machen, wie wir die noch mehr ankommenden Goblins beschäftigen. Immerhin kann ich hoffen, dass ich ja indessen ordentlich Pumpenteile baue. Weil da kümmere ich mich hier quasi gar nicht drüber. Können wir aber eigentlich auch gleich mal gucken, ob wir da jetzt wieder ein bisschen mehr haben, ob vielleicht schon welche fertig sind. Oh, da ist noch ein bisschen was. Da sind auch noch Metalle, die nehmen wir auch alle noch mit. Mein Plan sagt ja, dass wir irgendwann ganz viel Magmaöfen haben werden. Dann kann ich mich hinstellen und kann mir ganz viel Eisen schmelzen und daraus dann Stahl machen. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Da ist noch zu tun. Ich glaube, ich hätte hier noch einen Gang gemacht, da passierte aber nicht mehr. Ich fiel ja dann, lassen wir sie dort erstmal machen. Und guck mal, wie es mit den Pumpen aussieht. Da ist zum Beispiel schon wieder eine fertig, die man pumpen lassen könnte. Nur so aus Neugier. Aber naja, das machen wir vielleicht mal später. Hier ist schon wieder eine fertig. Oh, das sieht hier, wir kommen hier richtig voran. Ist da keine Tür? Doch. Da muss noch eine gebaut werden. Hier haben wir schon ordentlich Pumpen fertig. Die Türen sind da, sind scheinbar einfach nur gerade offen. Aha. Da an der Stelle ist das ja auch nicht so schlimm. Schlimmer wird es, wenn sie in den Bereichen, in denen hingepumpt wird, offen wären. Da hätte ich ein Problem. Aber da hier schon reichlich Pumpen fertig sind, können wir wieder neue ausgeben. Sofern wir dann Blöcke haben, die da fertig sind, Oral Case Blocks, das ist gut. Ein Korkscrew haben wir da schon wieder. Und was mir auch gesagt wurde, was eigentlich eine ganz schön clevere Idee ist, die ich mich jetzt auch machen werde, ist, dass wir uns hier hinstellen und da, wo ich die Blöcke mache, Stockpiles hinbauen, die gezielt die Teile enthalten an Blöcken, die Steine enthalten, aus denen ich Blöcke haben will. Hier oben waren ja, glaube ich, genau, hier mache ich nur einen großen Massen Türen und hier kommen die Blöcke. Und dann werde ich da einfach Stockpiles einrichten, in denen die Steine hingetan werden, aus denen ich die haben möchte, die Blöcke. Und dann stellen sie sich nämlich immer hin und holen sich aus diesen Stockpiles die passenden Steine.
Ich denke, das ist das Beste, was wir da machen können. Außerdem hoffen wir natürlich darum, dass hier weiter gearbeitet wird, vor allen Dingen an der hier. Vielleicht kann ich das ja, warte, ich mache das mal ein bisschen anders. Und zwar mache ich mal hier das Eisen, die Iron Corkscrew, auch auf Repeat und immer im Wechsel. Dann wird zwar nur an einer Schmiede gearbeitet, dafür hoffentlich auch durchgehend und an beides immer im Wechsel. Außerdem können wir mal gucken. Blick auf die Stockpiles, wie es mit Adamantium aussieht. Jetzt darf ich gleich wieder an dem schrecklich langen Steinstockpile vorbei, wo wir das Spiel immer ewig brauchen, um den zu berechnen. Bars. Adamantium-Warforce 6. Das sind immer, das ist immer noch ein bisschen. Das können wir nochmal in Rüstung stecken oder so. Armor. Adamantium. Was nehmen wir denn daraus? Nehmen wir einfach mal Breastplates. Oh nein, mir fällt gerade an, ich wollte das gar nicht in Rüstung stecken, sondern in Waffen. Also, Befehl zurück. Waffen aus Adamantium. Ich weiß, dass wir Schwertzwerge haben. Wo ich von Schwertzwängen rede, weiß ich, das fällt mir halt auf ein, dass ich davon noch, dass da noch jemand mitmachen wollte. Ich glaube, Speere mache ich mir noch. Wir haben nämlich auf meiner schlauen Liste noch einen Zwerg stehen, fällt mir da so ein, der mit wieder einsteigen wollte. Sollte ich dann sinnvollerweise auch mal machen, hätte ich schon fast wieder vergessen. Und zwar wollte der Solrin, nachdem er ja letztes Mal tapfer gestorben ist, gerne wieder mitmachen. Wieder als Schwertzwerg. Und da haben wir doch hier oben in dem Trupp reichlich welche. In dem Trupp von Pesche. Das müsste ja der sein, der hier irgendwo am Trainieren ist. Vielleicht finden wir da ja welche, die hier als Schwertzwerg unterwegs sind. Rekrut, Wrestler. Wrestler? Nein, wir wollen keine Wrestler. Warum stehen hier so viele Wrestler rum? Wo ist der Rest von euch? Das ist ein Hammerdraft. Aha. Da wurden mir doch vorhin aber Schwertzwerge angezeigt. Das ist doch der Trupp. Ich sollte aus. Oder bin ich im falschen Trupp? Moment, wen haben wir hier stehen? Das hier ist Pesche. Das heißt, wahrscheinlich sieht es so aus, dass der Trupp deswegen als Wrestler geführt werden, als Rekruten, weil sie noch gar nicht die Erfahrung mit Schwertern haben. Dann gucken wir uns auch mal an, was die an Ausrüstung dabei haben. So der Rekrut hier zum Beispiel. Eisen-Mail-Shirt, Iron-Gauntlet, Bronze-Helm. Mir geht es um die Waffe. Hat eine Battle-Axe, das hilft uns natürlich nicht weiter, denn das macht ihr nicht zum Schwertkämpfer. Shortsword, da. Das ist einer, der ein Schwert hat. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch auf Schwertkampf gehen mit der Zeit. Das heißt, wir machen hier raus den. Schwupp, du bist wieder dabei. Ich hoffe, diesmal lebst du ein bisschen länger und wirst nicht wieder im erstbesten Kampf platt gemacht. Das wäre ein bisschen schade. Ja, wenn natürlich noch andere Spieler existieren, die hier gerne als Zwerge einsteigen wollen, könnt ihr das natürlich auch gerne am besten einfach kurz eine PN schreiben an mich. Da kommt das dann bei mir an und dann kann ich euch die entsprechend dann einbauen, sobald ich da denke. Und hier ist natürlich ordentlich Wasser wieder dazugekommen. Was ein bisschen überraschend ist. Das heißt, wenn ich neues Wasser haben möchte, können wir da auf jeden Fall nochmal was nachholen. Da wird gut gearbeitet. Die haben ganz schön viel noch auf den Plantagen drauf. Sind die Goblins mittlerweile hier hingekommen? Na, wahrscheinlich nicht. Die werden immer noch hier unten stehen. Ja, die werden hier auch wohl noch weiter rumstehen. Ach, Trolle sind da auch wieder gekommen. Das ist ein komischer Bug, dass die jetzt alle wieder neu gekommen sind. Eigentlich auch ein bisschen schade, weil ich hätte die halt schon gerne benutzt, um sie platt zu schießen. Als Erfahrungspunktquelle. Ah, da wird auch schon gearbeitet. Hier können wir uns noch hinstellen, können schon wieder neue Edelsteine zum Cutten aufgeben. Also zum Cutten, nicht zum Cutten, nicht, dass man das falsch versteht. Ansonsten irgendein Workshop, ich glaube genau, ne, irgendein Workshop müsste noch geclaimed sein, oder? Wenn ich irgendwann mal das Problem, dass sich irgendjemand wahnsinnig geworden ist und wieder was basteln wollte, oder habe ich das schon wieder, ist das schon wieder länger her, ich habe das vergessen, das kann natürlich auch sein. Scheint so, weil ich sehe hier niemanden. Hier wird jetzt gearbeitet an der Iron Corkscrew. Als nächstes an der Iron Corkscrew, das ist gut. Wo sind die ganzen Aufträge? Hier hin. Wie mir scheint, sind irgendwann zwischendurch die Adamantium-Aufträge verloren gegangen. Will heißen, wir haben dann doch, das müsste nämlich eigentlich wieder was sein, denn ich sehe hier keine mehr. Geben wir die also wieder auf. Wurden wahrscheinlich abgebrochen, weil irgendwas untergegangen ist, als wir die Burrows angebracht haben. Die arbeiten dort aber noch.
Von daher sollten wir auch noch welche haben und können auch schon mal wieder weiterarbeiten lassen. Ja, unsere Grabezwerge sind da schon auf dem Weg hin. Sieht es hier aus? Na, da ist eigentlich überall noch genug zu tun. Hier kann man über ein kleines bisschen wieder auswählen, aber das war's dann auch schon. Hier ist auch noch ein bisschen was. Schwuppdiwuppdiwupp. Schwuppdiwuppdiwuppdiwupp. Da hinten ist immer noch mehr. Aha. Dann dürfte ich jetzt sagen, hier ist nämlich auch schon wieder was. Da sind sie dann nämlich mal wieder zuerst lang gegangen. Da wird noch gerade geguckt, ja. Fast ja. Warum gucke ich nicht mal beim Krankenhaus? Ich sollte mal hier gucken. Da graben die ersten, das ist auch gut. Auch wenn die scheinbar recht langsam sind. Professional Miner. Aha, hatten wir auch schon bessere. Hier Legendary Miner, der kann das um einiges besser. Da sieht man gerade, wie hier einer sich gerade den Stein von hier unten geholt hat und da oben hochträgt. Was für Steine liegen denn hier überhaupt? Diorit, ja, das sind jetzt nicht die tollsten Steine. Ich glaube, die werde ich da nicht haben wollen. Aber das ist ja auch. Müssen wir dann mal schauen. Da wird gearbeitet. Sehr gut. Hier wird gerade nicht gearbeitet. Was macht unser Blacksmith? Macht wahrscheinlich schon wieder Pause. Ja, eigentlich bräuchte ich da mal noch jemanden. Und zwar dringend. Es kann auch ruhig jemand sein, der ich keine Ahnung habe. Wir haben hier jemanden, der nichts zu tun hat. Was machst du denn? Farming-related? Cooking. Aha, ja, Köche haben bei uns momentan nicht so viel zu tun. Das gebe ich ja schon zu. Da können wir mal versuchen, wieder neue Aufträge zum Kochen reinzupacken. Was haben wir sonst noch so an Zwergen? Ob sich da noch irgendjemand findet? Siege Operator? Nee, Siege Operator muss jetzt, sollte wohl bleiben. Starter mit Stockpile. Ich glaube, ich werde mich einfach mal hinstellen und werde mir von denen hier, die nur fürs Hauling eingeteilt sind. Ups. Ja, jetzt stelle ich mir einfach mal hin und schnappe mir mal einen, den wir zu Blacksmithing und Metal Crafting mit einteilen. Einfach nur, damit wir da noch einen mehr haben. Und dementsprechend natürlich dann auch hier noch einen einer Schmiede einstellen, dass die Sachen erstellt werden. Wo war das andere denn nochmal drin? Ich glaube hier, oder? Pipe Section müsste eigentlich hier drunter gewesen. Ja, genau. Der wird dann zwar recht lange dafür brauchen, aber da wir die Qualität, auf die Qualität ja nicht angewiesen sind, ist das schon okay. Reicht mir schon, wenn überhaupt mal jemand daran arbeitet. Tobi arbeitet hier auch an etwas, der macht aber die Adamantium-Sachen. Ja, das Gute daran ist, nur der Professional Miner da gerade gräbt, ist, dass da nicht so viele Steine hinterher rumliegen. Dann funktioniert der Stockpile so gesehen sogar ein bisschen, weil dann nicht so viel Kram da ist, der da nicht sein sollte. Und ich kann mich mal hinstellen und kann hier mal. Nee, das brauche ich gar nicht. Das brauche ich. Reclaim, das alles, was da an Steinen liegt, schon mal wieder reinholen. Und dann haben wir da auch schon wieder genug. Und wie sieht es hier aus? Mittlerweile sind so ziemlich alle erwachsen. Und wir haben auch wieder Nestbox. Dann dürften wir einfach auch wieder Eier bekommen. Denke ich mal. Ja, da liegen überall schon wieder welche drinne, die dann hoffentlich auch bald eingesammelt werden. Spätestens fürs Kochen. Wenn nicht, wenn da wieder neue Hühnchen wachsen, dann muss ich das wieder abschalten und da noch mehr Tiere töten erstmal. Sonst weiß ich auch nicht, was wir da noch machen können. Und ich sehe gerade, hier steht ein einzelner Baum, also ein Baumpilz. Den können wir mal niederschneiden und hier unten sind auch welche. Das hat gedauert, aber wir haben hier jetzt wohl doch vereinzelt ein paar Bäume. Hier leider noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Und hier scheint sich wirklich wieder Sa Wasser anzusammeln in diesem Reservoir hier. Das hier oben ist ja noch trocken, aber hier, da, das wird immer wieder ein bisschen mehr. Entweder hat es da reingeregnet oder das hat sich das irgendwie anders angesammelt. Kurz gucken. Ja, hier ist immer noch niemand wieder. Schade. Ich hätte jetzt eigentlich meine Beschusszwerge da wieder hinschicken wollen. Damit die da weiter üben. Oh, hier trainiert gerade jemand Schießen. Da muss man ja mal reingucken. Individual Combat Drill und Archery Practice. Sehr schön. Dodging Demonstration ist ja auch schon ganz gut, aber Archery Practice ist sehr gut, weil, wie man sieht, die haben mittlerweile alle Armbrüste auf dem Rücken. Die können mittlerweile auch alle schießen. Zwar noch nicht alle perfekt, aber es wird deutlich besser. Was mich natürlich freut.
Und jetzt mal hier, ja, sehr schön, darauf hatte ich gehofft. Hier sind wir fertig. Das muss natürlich jetzt erstmal gedampft werden, weil das nicht die Steine sind, die wir haben wollen. Stattdessen machen wir hier ein Custom Settings. Einmal durchgehen, alles, was noch drin ist, disablen. Und dann erlauben wir die, blocken sie aber alle und suchen uns hier ganz gezielt was raus. Mittelaus. Oh Gott, wozu gehört ihr denn? Other Stones, das dürfte richtig sein. Und mal sehen, ob ich den finde, nachdem ich gucke. Ja, du könnt wieder ein bisschen dauern. Ich kann hier leider nicht gezielt sagen Magma Safe. Ich hätte diesen Oral Taste, den wir sonst immer haben. Da. Autoclase, wie auch immer. Den erlauben wir da unten drin und setzen das dann hier rein, denn, weil von dem kann ich mir merken, dass er magmafest ist. Das heißt, da werden jetzt einzelne Teile davon in den Stockpile getragen. Das wird ein kleines bisschen dauern, aber dann wird vor allem dieser Stein benutzt. Und deswegen lassen wir in den Stockpiles hier jetzt auch mal nur Blöcke machen. Den Teil schiebe ich mal komplett nach oben, sodass wir jetzt hier sagen, Throne. Ne, Door war da ja gar nicht mit dabei, aber Kabinett, Koffer und Table. Türen haben wir hier ja schon zweimal in Auftrag. Und hier könnte man sich eigentlich noch hinstellen, könnte ein paar Coffins machen, einfach nur weil es geht. Und hier habe ich Koffer gemacht. Ja, habe ich jetzt richtig rum? Ja, habe ich richtig rum, sehr gut. Ich bin auch teilweise noch ein bisschen unsicher. Hier werden Bone Balls gemacht, da kann ich leben. Rockport Toys, ja, ist doch okay. Und mir scheint, wir haben immer noch nicht wieder genug cookable Items. Ich denke, da werde ich mir in Zukunft noch weiter mehr einkaufen müssen. Aber wir haben immerhin noch reichlich Plants und zu trinken, das ist viel wichtiger als zu essen. Und hier haben sie dementsprechend wahrscheinlich wieder, für einen reicht es. Aber was mit dem ganzen Essen, was wir hier liegen haben? Das ist schon wieder aufgebraucht. Na super. Dann könnten wir eigentlich ja bald schon wieder zum Schlachten übergehen. Oh, naja, haben wir das dann mal. Warum rennt da ein Minenarbeiter rum? Was genau hast du hier vor? Ach, zum Essen rennt er dann nach oben in die Baracke. Das ist natürlich nicht so klug. Das ist der Nachteil daran, dass wir da Stockpiles haben. Stockpiles, die scheinbar gut gefüllt sind mittlerweile, weil uns unser Stockpile hier unten auch gut gefüllt war und deswegen woanders hin eingelagert wurde. Man sieht da die ganzen Rockpots, die ich gemacht habe, wieder verwendet werden. Das ist schon nicht ohne. Ja. Ansonsten läuft das ja soweit ganz gut. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwas machen wollte. Dyer's Workshop. Das ist nur zum Färben, glaube ich. Das dürfte mich also nicht interessieren. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier für diesen Part erstmal Schluss. Denn es ist halt schon wieder einiges passiert. Die Zeit ist um und beim nächsten Mal seid ihr hoffentlich wieder dabei, wenn wir weiter daran arbeiten, hier Magma hochzupumpen oder mühselig die Pumpen dafür zu bauen. Bis dann, Leute, und macht's gut.